geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute gibt's mal wieder ein interessantes Video, denn wir schauen uns 8 heftige Unterschiede zwischen Jungen und Unterschieder. Was ist ein Unterschieder? Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen an. Unterschiede der Geschlechter, Alter. Deswegen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen hoch, der Schaffe auf diesem Video 999 Likes. Frauen können nicht einparken, Männer können nicht zuhören. Frauen haben keine Ahnung von Technik, Männer haben keine Ahnung vom Kochen. Okay. Frauen sind Quasselstrippen und Männer stellen sich bei einer Erkältung an, als lägen sie auf dem Sterbebett. Klischees über Mädchen und Jungen und über Männer und Frauen gibt es gefühlt wie Sand am Meer. Und das ist kein Wunder. Schließlich gibt es ziemlich viele offensichtliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Angefangen beim Körperbau über die Berufswahl bis hin zum Sozialverhalten. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass jedes der eben genannten Klischees der Wahrheit entspricht. Okay. Daher wollen wir euch in diesem Video 8 Unterschiede zwischen Männern und Frauen präsentieren, die tatsächlich wissenschaftlich und statistisch erwiesen sind. Oha, aber okay. Aber nicht nur das. Für eine ausgewogene Darstellung wollen wir am Ende des Videos auch mit einigen Vorurteilen aufräumen und zeigen, wo Männer und Frauen auch viele Gemeinsamkeiten haben. Okay. Denn auch wenn es viele Verschiedenheiten zwischen Mann und Frau gibt, haben Frauen und Männer unterm Strich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Bleibt also bis zum Ende dran, hier bei Wissenswert. Checkt Wissenswert ab, absolut guter Kanal, alle abchecken. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal, welche Unterschiede ihr zwischen Männern und Frauen beziehungsweise zwischen Mädchen und Jungs schon festgestellt habt. Ich bin gespannt. Oder ob ihr glaubt, dass es da keine wesentlichen Unterschiede gibt. Wir sind gespannt. Fangen wir an mit einem interessanten Unterschied, der das Verhalten von Männern und Frauen in Beziehungen betrifft. Okay. Dass sowohl Männer als auch Frauen eifersüchtig werden können, wenn sie befürchten, dass ihr Partner einer Person des anderen oder auch gleichen Geschlechts etwas zu nahe steht, ist ja allseits bekannt. Aber dennoch gibt es auch beim Thema Eifersucht gewisse Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Studien haben nämlich ergeben, dass Männer andere Arten der Untreue schlimm finden als Frauen. Während Frauen es nämlich besonders tragisch finden, wenn ihre Partner ihnen emotional untreu sind, also zum Beispiel, wenn sie eine sehr innige freundschaftliche oder romantische Bindung zu einer anderen Frau haben, finden Männer es besonders schlimm, wenn ihre Partnerinnen ihnen sexuell untreu sind. Im Umkehrschluss kommen Männer jedoch besser damit klar, wenn ihre Partnerinnen emotional untreu sind, während Frauen besser mit einem unbedeutenden Seitensprung ihres Partners fertig werden. Aber stimmt das? Stimmt das? Ist das jetzt wissenschaftlich bewiesen? Ich will eine Quellenangabe, verdammt nochmal, wissenswert. Gib mir jetzt die Quelle, Mann. Stimmt das? Ist das belegt, Alter? Bro, ist das wirklich so? Kann man das so zusammenfassen? Ist das bei euch so? Schreibt mal rein, Alter, in die Kommentare. Wenn ihr ein Typ seid, schreibt mal rein, ja, nein. Wenn ihr ein Mädchen seid, ja, nein. So, schreibt mal rein. Gründe für diese Unterschiede fanden die Wissenschaftler vor allem in der Evolution. Evolutionär gesehen ist eine Frau nämlich zum Beispiel darauf angewiesen, dass ihr Partner lange an ihrer Seite bleibt, da sie in der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt dessen Fürsorge und Unterstützung benötigt, um zu überleben. Somit ist es für sie besonders gefährlich, wenn sich ihr Partner emotional zu einer anderen Frau hingezogen fühlt, da dies bedeuten könnte, dass er sie nicht mehr unterstützt. Auf der anderen Seite konnten sich Männer früher nie richtig sicher sein, dass sie wirklich der Vater ihrer Kinder sind. Um dies aber sicherzustellen, war es also von besonders großer Bedeutung für Männer, dass ihre Frauen nicht mit anderen Männern verkehrten. Lol. Der nächste Unterschied auf unserer Liste betrifft die mentale Gesundheit. Oh. Denn Männer und Frauen sind nicht gleich häufig von den verschiedensten psychischen Krankheiten betroffen. Okay. So gibt es zum Beispiel einige Störungen, von denen Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Beispielsweise treten Suchterkrankungen bei Männern dreimal häufiger auf. Monte, machst du gerade auf den Fuffi? Spins, machst du gerade? Monte, auf den Fuffi? Auch ADHS kommt bei Jungen 3 bis 4 Mal häufiger vor als bei Mädchen. Genauso wie Autismus. Ebenso eine Störung, von der typischerweise Jungs betroffen sind. Aber natürlich gibt es auch Störungen, die bei Frauen und Mädchen häufiger auftreten. Ein Beispiel dafür sind Depressionen und Angststörungen. Beide kommen unter Frauen fast doppelt so oft wie unter Männern vor. Krass. Ähnlich ist es bei Essstörungen, also zum Beispiel bei Magersucht oder Bulimie. Etwa 90% aller Patienten mit Essstörungen sind dabei aktuellen Statistiken nach weiblich. Bei Frauen kommen Essstörungen also 10-mal häufiger als bei Männern vor. Ein Sonderfall ist übrigens die Schizophrenie. Bei der Schizophrenie ist das Geschlechterverhältnis 1:1. Allerdings tritt die Krankheit bei Männern in der Regel schon zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr auf, während sie bei Frauen meist erst mit Ende 20 ausbricht. Heftig. Wenn man alle verschiedenen psychischen Krankheiten zusammennimmt, gibt es übrigens keine Geschlechtsunterschiede, da Männer und Frauen insgesamt gleich häufig psychisch erkranken. Aber krass, dass so ganz spezielle Krankheiten bei dem Geschlecht öfter vorkommen bei dem anderen. Also das ist belegt, ne? Das ist jetzt eine Studie. Aber krass, Leute, wenn euch irgendwas betrifft, Leute, bitte, okay,
sucht euch irgendwo Hilfe, redet mit jemandem und so, nehmt das ernst, ja, das ist kein Spaß. Okay, Leute, bitte passt auf euch auf, ihr seid alle wichtig, ich brauche euch hier. Ich brauche euch, jeden Einzelnen von euch, und da sage ich nicht so, okay? Ihr alle habt einen Grund im Leben und ihr alle seid geliebt, okay? Ich küsse euch. Kommen wir als nächstes zu einem eher traurigen Unterschied zwischen Männern und Frauen, der ihnen allerdings natürlich nicht angeboren ist. Und zwar zum Gender Pay Gap. Also zu den unterschiedlichen Gehältern von Männern und Frauen. Europaweit lag der Gender Pay Gap im Jahr 2014 bei 16%. Allerdings wurde dabei nicht mit eingerechnet, dass Frauen häufig andere Tätigkeiten ausüben, so zum Beispiel seltener in Führungspositionen arbeiten und dass Frauen andere Qualifikationen als Männer haben. Dafür gibt es jedoch den sogenannten bereinigten Gender Pay Gap. Dieser liegt in Deutschland zwischen 2 und 7%. Dies bedeutet, dass Frauen trotz gleicher Arbeit und gleicher Qualifikation in der Regel 2 bis 7% weniger verdienen als Männer. So ein Blödsinn. Diese 2 bis 7% sind also auf nichts anderes als Ungleichbehandlung und damit Ungerechtigkeit zurückzuführen. Geld ist ja jetzt nicht das einzig Wertvolle, das wir haben, sondern Zeit ist ja genauso wertvoll. Auch Zeit mit der Familie. Kann man den Gender Pay Gap nicht vielleicht auch als Gender Precious Time with Your Family Gap betrachten? Übrigens ist der Gender Pay Gap in Berufen, die üblicherweise von Frauen ausgeübt werden, zum Beispiel bei der Gebäudereinigung oder im Pflegedienst, ironischerweise größer als bei Berufen, die typischerweise von Männern ausgeübt werden, zum Beispiel bei der Polizei oder bei handwerklichen Berufen. Digga. Der nächste. Bro, ich finde das so dumm, ne? Wenn im Beruf irgendwas mit dem Geschlecht zu tun hat, also Bro, zahlt doch jedem gleich viel. Es geht doch drum, was er leistet und Ende, Alter. Also dieses sowas ist so. Da, Bro, Alter, könnt ihr mich so aufregen. Der Unterschied auf unserer Liste betrifft die Entwicklung von Frauen und Männern, beziehungsweise einen ganz besonderen Meilenstein in der Sexualentwicklung, und zwar das berüchtigte erste Mal. Interessanterweise gibt es auch dabei einige Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Während Mädchen ihr erstes Mal mit durchschnittlich genau 17 Jahren haben, ist das Durchschnittsalter bei den Jungs 17,4. Auch wenn dies nur wie ein kleiner Unterschied wirkt, ist der eigentlich ziemlich groß, wenn man bedenkt, dass es sich um Durchschnittswerte handelt. Bei den 14- und 15-Jährigen zum Beispiel hatten bei den Mädchen ganze 10% mehr schon ihr erstes Mal als bei den Jungs. Krass. Übrigens geschieht es bei den Mädchen auch häufiger in einer festen Partnerschaft. Während der erste Geschlechtspartner bei den Mädchen in 2/3 der Fälle ein fester Partner war, war dies bei den Jungen nur bei 50% der Fall. Ein weiterer Unterschied zwischen Frauen und Männern betrifft Führungspositionen. Ich verstehe schon, Jungs. Ich sag niemand was. Allerdings nicht in Bezug darauf, dass Frauen in Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert sind. Stattdessen geht es bei diesem Geschlechtsunterschied um das Führungsverhalten. Denn Frauen und Männer legen laut aktuellstem Stand der Forschung unterschiedliche Führungsstile an den Tag. Männer neigen dabei eher zu einem sogenannten transaktionalen Führungsstil. Okay. Sie legen konkrete Ziele fest, klären Erwartungen ab und setzen vor allem darauf, ihre Mitarbeiter zu belohnen, wenn diese gute Leistungen erbringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of you. Cop out of here. Gordon Ramsay, oder? Frauen hingegen verfolgen einen sogenannten transformationalen Führungsstil. Statt auf die Aufgabe sind sie nämlich mehr auf die Mitarbeiter fokussiert. Sie führen also dadurch, dass sie auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen und sie motivieren, indem sie eine gemeinsame Mission schaffen. Krass, okay, übrigens ist keiner der beiden Führungsstile per se besser als der andere. Welcher Führungsstil nämlich geeignet ist, hängt laut Forschung von der Situation des Unternehmens ab. Porter? Ah ja. Es ist schön, sich zu sehen. Hä? Ich freue mich auch, Professor. Wie am Anfang schon Was hat sie jetzt Harry Potter mit Führungsposition? Ich check manchmal. Diese Einschnitte check ich manchmal. Die machen doch gar keinen Sinn, Bro. Gesagt, soll es in diesem Video aber nicht ausschließlich um die Unterschiede zwischen den Geschlechtern gehen. Okay. Deshalb wollen wir jetzt einige berühmte Klischees betrachten und schauen, ob es dort nicht vielleicht Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern gibt. Oh. Das erste Klischee, das wir uns anschauen, ist, dass Frauen Quasselstrippen sind und viel mehr sprechen als Männer. Dies haben amerikanische Psychologen in einer großflächigen Studie untersucht und gezählt, wie viele Worte Frauen und Männer im Durchschnitt sprechen. Die Ergebnisse zeigten, dass das Klischee, dass Frauen Quasselstrippen sind, nicht der Wahrheit entspricht. Ja, war doch tatsächlich klar. Tatsächlich sprechen sowohl Männer als auch Frauen in etwa gleich viele Worte pro Tag. Bro, Alter, überlegt doch einfach mal, wenn ihr euren Jungs irgendeine Story erzählt oder so. Digga, ihr redet doch genauso viel, oder? Ne? Also, ja, komm, da brauchen wir gar nicht. Und zwar im Schnitt etwa 16.000.
Allerdings wurde der Verdacht bestätigt, dass Frauen und Männer eher über unterschiedliche Themen sprechen. Frauen neigen dabei insbesondere dazu, mehr über persönliche und zwischenmenschliche Themen zu reden, während Männer häufiger über Sport, Autos und Technik reden. Bruder, Maschine, da gib ihm, Bruder. Ey, was ist das für Chat, Alter? Leute, ey, ich würde sagen, das war's für heute, okay? Ich muss leider los, ja? Ich muss leider los. Das Video wäre jetzt noch eine Minute länger gegangen, aber ich kann leider nicht. Wenn ihr wollt, checkt das Originalvideo gerne ab. Wissenswert. Danke fürs Zuschauen. Ich küsse euer Herz. Tanz, 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 tanz.